Servus Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich sitze wieder auf meiner wunderschönen MV Agusta Dragster 800RR. Cruise hier vor mich hin auf der Autobahn, während ich fast die Hälfte der Einfahrphase hinter mir habe. Und ja, dann geht es erst richtig los, wenn die 1000 Kilometer erreicht sind. Und dann werden hier auf diesem Motorrad wieder genauso viele Kilometer gemacht wie mit meinem Vorgängermotorrad, der Z900. Der hat in 2 Jahren 31.000 Kilometer drauf bekommen. Und auch meine MV Agusta Brutale 1000RR, die ich noch habe, die hat in 2 Monaten ungefähr 6.000 Kilometer auch drauf bekommen. Also schon auch recht viel. Und das sind Dinge, über die ich in diesem Video reden möchte, und zwar unter anderem, es geht nämlich um MV Agusta und deren Image bei vielen Leuten. Also vielleicht sehe ich das auch falsch, aber ich habe so das Gefühl, das habe ich auch unter meinem letzten Video in den Kommentaren das eine oder andere Mal gelesen, oh, ich bin mal gespannt, wie oft du mit dem Ding in der Werkstatt stehst. Und auch generell so, oh nee, die Italiener, die machen doch nur Probleme, die sind nicht zuverlässig, das können die einfach nicht. Was bringt mein Motorrad, was schön aussieht, aber nicht fährt? All diese Dinge. Und damit möchte ich ein bisschen aufräumen. Und zwar habe ich ja jetzt seit letzter Saison die Brutale 1000RR von MV Agusta. Das absolute Topmodell von denen mit der Rush. Und die hat jetzt 12.000 und ein paar zerquetschte auf dem Tacho, so 12.100 oder so irgendwas. Und die hatte nicht ein einziges Problem. Nichts. Null. Null, 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 null. Sie springt jedes Mal an, wenn ich sie brauche. Wenn ich eine Tagestour mache und ich sie 5, 6, 7, 8 Mal Start an- und ausmache, weil ich die ganze Zeit pinkeln muss oder was trinken muss oder Hunger habe. Kein Ding. Die ist zuverlässig, alles funktioniert. Sie war beim 1000er, 6000er und 12000er Service, also so wie es bei MV vorgeschrieben ist für die 1000er Motoren. Und alles wunderbar, alles perfekt. Und genauso bin ich auch davon überzeugt, dass das hier der Fall sein wird. Denn bevor ich mir die Dragster gekauft habe, habe ich das gemacht, was ich immer mache. Ich versuche so viel wie möglich Leute zu erreichen, die das Motorrad schon länger besitzen, und frag die Leute auf Insta oder Facebook oder so, da bin ich in verschiedenen Gruppen drin, oder auf Insta schaue ich dann halt einfach mal, ob ich den einen oder anderen finde. Und ich habe unzählige Leute befragt, wirklich extrem viele. Keiner hat Probleme mit der Dragster ab 2020, also vorher, die Modelle haben mich auch nicht interessiert, dazu kann ich jetzt nichts sagen, aber 2020 aufwärts bin ich auf keinen einzigen gestoßen, der irgendwelche Probleme hat. Und da waren auch 3 Leute darunter. Der eine hatte 44.000 Kilometer auf seiner Dragster 800RR, 2020er war das. Also das Vorfacelift von der hier. Dann habe ich einen kennengelernt, der hat genau dieselbe gehabt wie hier. Also auch selbst die Farbe war auch die gleiche. Und er hatte 18.000 Kilometer auf seiner Dragster 800RR gehabt. Auch keine Probleme. Also wirklich null. Und so kann ich es euch eigentlich auch gerade weiter erzählen. Früher gab es mal die ein oder anderen Probleme, vor allem aber auch bei den F3 Motoren, also die erste Generation. Ist das geil, oh. Die erste Generation hat dann ein paar Probleme gemacht, aber der Motor ist mittlerweile ziemlich ausgereift und funktioniert echt problemlos. Und ich kenne wirklich jetzt viele Leute. Es gibt immer mal wieder Leute, die Probleme haben, zwischendrin, ja. Aber das ist mittlerweile ein wirklich verschwindend geringer Teil. Und wenn irgendwelche Probleme auftreten, zum Beispiel habe ich einen kennengelernt mit einer F3RR. Es
2021er Baujahr. Da haben sie die Kupplung getauscht, weil da das Kupplungsseil eine Rückrufaktion hatte. Und noch irgendwas war. Irgendwas war noch, war dann quasi aber auch ein Garantiefall einfach. Aber ansonsten, ja, genau, das ist so das Einzige, was ich jetzt in langer Recherche gefunden habe. Und ich bin auch im MV Agusta Club Deutschland. Und auch die Leute, die da fahren, die haben alle keine Probleme. Und da habe ich einen kennengelernt, der hat mehrere MVs schon gehabt. Und er hat die Dragster 800 gehabt und die Brutale 675. Und die Dragster 800 war 2016er Baujahr oder 15 oder so rum. Und mit der hatte er den einen oder anderen technischen Defekt. Da war sie außerplanmäßig in der Werkstatt. Er hat jetzt eine neuere und mit der hat er aber auch keine Probleme. Also die neueren Modelle sind sehr viel zuverlässiger geworden. Und ich würde nicht erneut nochmal so viel Geld in die Hand nehmen und mir dieses Motorrad kaufen, eine zweite MV Agusta, egal wie geil sie sind. Wenn ich gewusst hätte, okay, ey, die machen nur Probleme, dann hätte ich sie nicht gekauft, ganz ehrlich. Also so geil sie sind, da hätte ich sie nicht gekauft. Weil am Ende ist das Wichtigste bei einem Motorrad immer noch, es ist geiles Wetter, ich gehe raus in die Garage oder sonst wohin, wo mein Bike steht, setze mich drauf, will losfahren. Und das muss immer gegeben sein. Immer. Zu jeder Zeit. Und das ist mir auch extrem wichtig. Und ja, also mein Vertrauen haben sie gewonnen. Und das werden sie auch behalten. Daran glaube ich sehr fest. Und wie gesagt, ich halte euch hier auch auf dem Laufenden, wie es so mit der Dragster hier läuft und wie es mit der Brutale läuft. Ich bin jetzt quasi darauf angewiesen, dass die funktionieren. Aber wie gesagt, ich habe auch gar keine Bedenken. Deswegen habe ich auch erneut so viel Geld in die Hand genommen und mir so eine wunderschöne Schönheit geholt, weil sie halt einfach auch unfassbar gut fahren. Wirklich echt geil. Wirklich, die haben alles an Bord, was man braucht. Was man haben kann heutzutage, außer die Dragster, die hat keine Tankanzeige. Aber das regle ich mit dem Tripzähler hier dann, der null ich dann immer. Und dann weiß ich ungefähr, wann ich tanken muss. Aber ja, wie gesagt, es sind unfassbar geile, emotionale, brutale Motorräder. Und deswegen setze ich erneut auf MV Agusta und ich will privat für mich eigentlich nichts mehr anderes fahren. Es sei denn, ich komme jetzt in den Genuss, Motorräder zu sammeln und die Finanzen lassen es natürlich zu. Dann wird natürlich auch wieder Kawasaki Einzug halten, weil es halt auch einfach eine geile Marke ist. Damit bin ich auch aufgewachsen. Mein Vater hatte immer Kawasaki und auch andere Modelle. Ducati finde ich auch ziemlich geil. Wenn ich eine Sammlung irgendwann mal aufbauen sollte, dann ist Ducati auf jeden Fall auch ein Muss. Aber so an sich bin ich echt extrem glücklich und zufrieden. Und das werden jetzt meine beiden Motorräder für die nächste lange Zeit, bis sie halt einfach nicht mehr aufgrund von, keine Ahnung was, nicht mehr funktionieren. Aber ich denke, die machen so viel Kilometer, wie man halt eben bezahlen kann. Müssen wir mal informieren, was so ein Motor macht. Also so Kawa-Motoren habe ich auch schon gehört, über 100.000 Kilometer oder so bei guter Pflege. Bei italienischen Motoren keine Ahnung. Aber ja, ich werde jetzt die nächsten Jahre auf jeden Fall erstmal sehr viel Spaß mit den beiden Motorrädern haben. Ich möchte auf die Reise mit und wenn ihr Fragen habt zu den Motorrädern, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder schreibt mir auf Insta. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao.